Hallo und herzlich willkommen zu Hit Dice. Mein Name ist Dustin, an meiner Seite ist Chris, der Spielpädagoge, und heute geht es um das Thema Vertrauen. Vertrauen wurde weiter gegliedert in Bewusstsein, Licht und Vorteil. Was hast du dir überlegt? Ja, die Gruppe als Familie hatten wir da als Thema. Was hält die Charaktere eigentlich zusammen? Ich finde, das kann man aus sehr, sehr vielen verschiedenen Perspektiven aus betrachten. Da würde ich zuerst die Frage gerne an dich zurückgeben. Also was findest du denn, hält Charaktere in der Regel zusammen? Was ist denn da so deine Erfahrung mit? Möglicherweise genau das, Erfahrung. Also sie haben einander kennengelernt. Am Anfang ist es ja häufig so, dass Gruppen sich erstmal ein bisschen finden müssen, dass da auch noch manchmal nicht ganz so viel Vertrauen da ist, dass die zumindest noch nicht alles irgendwie vom anderen machen lassen oder sonst etwas, aber nach und nach lernen sie sich kennen, sie befreunden sich optimalerweise oder zumindest arrangieren sie sich gut genug miteinander, dass sie sagen, wir stehen füreinander ein und wir wissen, was der andere kann und was wir von ihm verlangen können und was wir vielleicht selber machen sollten. Und diese Vertrauensbasis, also nicht nur in den anderen, sondern auch in sein eigenes Wissen über den anderen, ist eigentlich etwas, was ich immer so als Gruppendynamik wahrnehme mit der Zeit. Findest du, dass dann gewisse Abhängigkeiten, die dann sicherlich auch entstehen, findest du das eher positiv, dass sowas sich dann herauskristallisiert tendenziell oder eher negativ oder was ganz anderes? Also ich finde das grundsätzlich erstmal positiv, denn wenn sie sich aufeinander einlassen, ist das ja eigentlich erstmal eine Sache, die man sich wünscht. Denn das heißt im Endeffekt, sie tun das auch wahrscheinlich in der Extremsituation und man kann irgendwann als Motivation darauf bauen, dass wenn man zum Beispiel sagt, der eine Spieler kann jetzt heute mal die Session nicht. Und dann wird er halt unglücklich entführt oder sonst etwas und die anderen müssen sich dann darum kümmern, den wieder einzufangen oder beziehungsweise zu befreien. Dann hat das natürlich auch nur dann Sinn, wenn ihnen auch was an diesem Charakter liegt. Beziehungsweise auch die Motivation bei einfachen Dingen, die zum Beispiel den Background einer Person betreffen, also der Spielercharakter, der irgendwas Schlimmes in der Vergangenheit erlebt hat und der möchte sie jetzt gerne dem auf den Grund gehen. Da werden die Spielercharaktere die übrigen nicht automatisch mitziehen, wenn sie den erst ein, zwei Tage gesehen haben. Wenn sie jetzt aber Wochen und Monate mit denen unterwegs sind und sie gegenseitig einander das Leben gerettet haben oder sonst was, werden sie viel motivierter sein, den zu unterstützen bei seinen eigenen persönlichen Zielen. Ja, das finde ich halt auch gerade, was du gerade ansprichst, sehr wichtig. Deswegen ist mir auch mal ein ausgearbeiteter Background von allen Spielercharakteren unheimlich wichtig, weil ich dann immer hingehe und schaue, wie verbinde ich diese Dinge miteinander. Also wie kann ich die einzelnen Wünsche, Nöte, also in der Regel haben die ja alle eine Motivation, zum Beispiel bei mir jetzt in der Wüste, warum die in diese Wüste gegangen sind. So. Und dann zu gucken, dass ich es miteinander verknüpfe, das finde ich halt sehr schön. Weil dann passiert nämlich genau das, was du sagst, in der Regel automatisch, dass man dann eine gewisse Grundmotivation hat, gemeinsam irgendwie ein Ziel zu verfolgen. Und das finde ich persönlich dann immer ganz, ganz angenehm. Oder halt dann auch im Gegenteil ein bisschen zu schauen, okay, vielleicht widersprechen sich manche Ziele auch so ein bisschen oder die Handlungen oder die Perspektiven darauf. Weil das wäre nämlich der nächste Punkt, so ein bisschen Reibereien und interne Konflikte. Findest du das wichtig oder denkst du eher, dass das fürs Vertrauen nicht so gut ist? Ich finde das schon wichtig, denn wenn alle immer heititai miteinander wären, dann würde das auch nicht funktionieren. Und vor allem die inneren Konflikte bringen ja häufig auch ein hohes Potenzial für ganz tolle Rollenspielsituationen dazwischen. Dieses klassische, der Rogue und der Paladin, die aufeinandertreffen, die zwei komplett unterschiedliche Weltansichten haben, aber auch zwei völlig unterschiedlichen Welten kommen. Der eine, der möglicherweise auf der Straße aufgewachsen ist und für alles in seinem Leben kämpfen musste, während der Paladin irgendwo in einer Klosterschule möglicherweise war oder sonst was und dem vielleicht vieles auf die Art und Weise auch zugeflogen ist, aber der gelernt hat, man muss so gut sein wie möglich und das, was im Gesetz steht, das wird eingehalten. Also wir sprechen jetzt von einem sehr rechtschaffenen Paladin, aber du weißt, Naja, worauf ich schon hinaus sehr möchte. Klischee, sehr viele Klischees gerade, ja. Genau, während der Rogue, der Klischee-Rogue halt gelebt hat, gelernt hat, ich muss für mich selbst einstehen, ich muss mich selbst retten und alles andere obendrauf ist höchstens noch Bonus und das mache ich halt für Freunde und enge Vertraute, aber sonst bin ich eher misstrauisch. Und wenn die aufeinander treffen und Entscheidungen treffen müssen, egal in welcher Situation, wie gehen wir mit dem NSC um oder wie gehen wir in die Kampfsituation oder sonst was rein, dann hat man da echt coole Reibereien teilweise, weil die sich ja, die müssen ja beide Arrangements treffen, sich beide mit Dingen arrangieren, die der andere möchte oder nicht möchte oder sonst was. Und das hat, finde ich, ein ganz hohes Potenzial für tolles Rollenspiel. Ja, also ich sehe das auch so ein bisschen anverstehend, gutes Rollenspiel versus Vertrauen. Also kann, ne, kann so auftreten, aber wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was ich da halt ganz gut finde, ist, wenn du ins Rollenspiel reinkommst, dann, dass dann jeder halt auch so seine Konzepte von gut und schlecht oder ähnliches da halt rechtschaffen oder nicht rechtschaffen,
da auf den Tisch legt und die dann halt gemeinsam darüber diskutieren und neu aushandeln für sich als Gruppe. Wo treffen wir uns? Wo haben wir den Konsens für unsere gemeinsame Reise? Ja, wo wird der eine vielleicht das Auge ein bisschen zudrücken und der andere vielleicht sich ein bisschen dann zurückhalten mit seinen Handlungen? Und das finde ich halt dann spannend. Neue Gruppe, neue Regeln, aushandeln miteinander. Und das wiederum, finde ich, ist eine sehr, sehr solide Basis für grundsätzliches Vertrauen. Ja? Also gewisse Gruppenregeln, die man so explizit macht man es ja meistens nicht, aushandelt, aber so implizit. Ne? Ja, und im Umkehrschluss, was ist dann halt, wenn dieses Vertrauen mal gebrochen wird, ne? Wenn sie sich normalerweise auf Dinge arrangiert haben, aber dann kommt der eine oder der andere in die Situation, in der muss er sich mal so verhalten, dass der andere es eigentlich nicht ertragen kann. Was macht das dann in der Gruppe? Dann haben wir möglicherweise die Situation eines leichten Gruppensplits oder sonst etwas oder zumindest ein Zerwürfnis, so klassisch Tony Stark und Captain America mäßig oder sowas. Das muss jetzt nicht im Civil War ausbrechen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Sie haben zwei sehr unterschiedliche Weltansichten, die an einer Stelle nicht mehr vereinbar waren, weil der eine oder der andere etwas getan hat. Aber auch da ist es ja noch so, sie sind ja eine Gruppe, sie haben Vertrauen aufgebaut. An einem frühen Zeitpunkt würde das wahrscheinlich dazu führen, dass die Gruppe auseinanderbricht und sie nicht mehr miteinander spielen können. Aber wenn sie schon sehr lange miteinander spielen und sich schon fast familiäre Verhältnisse gebildet haben, denn dann ist die Gruppe ja die Hauptbezugsperson oder Menge an Personen, dann muss man sich da ja auch wieder was überlegen, wie man sich das wieder zusammengekittet bekommt. Und das hat halt auch viel Potenzial. Ja, deswegen da auch meine Erfahrung, dass man gerade mit diesen Background-Sachen und so weiter, dass man da gewisse Sachen, wenn man da proaktiv mitgestaltet als Spielleitung, da erst wirklich relativ spät, wenn man mal dann die Kampagnen in drei Akte stellen will, wirklich erst nach dem ersten Akt dann wirklich mehr auf die Sachen eingeht und mehr auch offenbart an Informationen und jetzt nicht sagt, okay, der Gro dass es sich nicht so einfach macht und sagt, okay, der große Nemesis der Kampagne hat dann offenkundig, okay, der hat seine Mutter umgebracht, der war da, das Dorf zerstört, das ist immer die gleiche, also Person ist, sondern dass man das ein bisschen komplizierter macht. Da war es so irgendein Scherge davon oder die Auswirkungen von den Handlungen haben ihn betroffen oder durch Krankheit irgendwie niedergemäht, ja, und der weiß halt gar nicht, wo es herkam. Er dachte, es ist ein übernatürlicher Fluch von irgendwas und dann stellt man das aufgrund der Erzählung von anderen Leuten fest und das ist halt wesentlich besser und das entwickelt sich ja erst mit der Zeit und dann kann sich genau das vorher einstellen, was du gerade gesagt hast. Und dann ist das einfacher, da auch zu schauen. Ja, oder vielleicht auch das Gegenteil, ne? Bei dem einen Land war es ein Fluch, hat es quasi die Kraft der Energie entzogen aus den Böden. Da ist er weggezogen, der eine Spieler, weil halt irgendwie alle verhungert sind in seinem Dorf und dem anderen Dorf, die ist halt vielleicht super gut aufgewachsen und weil er da gerade gelebt hat und hat er denen eine Freude getan, die Energie dahin gelenkt. So kann auch spannend sein. Wie geht man dann damit um, ne? Dein Wohlergehen, dein wohlbeleibter Bauch ist auf Kosten meiner Familie entstanden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das sind dann so Konflikte, die man schaffen kann. Da kann man natürlich sagen, okay, die gehen in zwei oder sie sagen jetzt gemeinsam, ja, ist krass, finde ich auch ungerecht und wir müssen dich da rächen. Ja, dass man auch eine Motivation, eine Verpflichtung verspürt dann, weil man mit diesem Wohlstand aufgewachsen ist und diese Schuld. Also ihr seht, da kann man viel machen. Ich schweife sonst ab. Ja, aber es ist schon richtig. Man macht das, wenn das persönliche Problem des einen zum persönlichen Problem des anderen auch noch wird, ne, weil dieses Verhältnis da ist, dann macht man es sich als Spielleiter oft leichter, Motivation zu finden oder voranzutreiben. Das ist hilfreich. Und das ist gar nicht so schlecht, gar nicht so schwer. Also was da wichtig ist, wirklich versucht einfach Perspektiven zu schaffen und verschiedene Meinungen. Wirklich keine Wertungen. Das ist immer bei mir ganz wichtig. Schafft da keine Wertungen. Ja, was ist da jetzt gut oder was ist da schlecht? Sondern schafft einfach nur Perspektiven. Für den einen hat das die Ursache und die Auswirkungen andersrum. So nicht mehr, nicht weniger. Das Werten überlasst euren Spielern. Die machen das untereinander, weil sie es persönlich betrifft. Und was daraus wird, lasst euch überraschen. Ja, du weißt ja nie, wie die Leute vorher reagieren. Das stimmt. Ich meine, ich denke, jeder von uns kennt das, wenn er irgendwie in Anführungsstrichen sich schlecht fühlt, irgendwie Mist gebaut hat und das jemand anders sagen will. Manchmal reagieren die Leute total positiv und überhaupt nicht böse oder wütend. Ja, das weiß man nie. Weißt du vorher nicht. Ist richtig. Ja. Spannendes Thema. Wenn euch das interessiert, dass wir da noch bestimmte Aspekte noch mal ein bisschen weiter auseinandernehmen von den vielen Dingen, die wir gerade schon so genannt haben, oder naja, vielleicht auch einfach nochmal Tipps geben, wie man bestimmte Sachen eigentlich initiieren kann, damit diese Vertrauensverhältnisse sich aufbauen und solche Dinge, dann schreibt uns diese Fragen gerne in die Kommentare. Wenn wir daraus entdecken sollten, dass das nochmal ein eigenes Thema ist, dann gerne, dann machen wir da nochmal ein ausführliches Video zu.
Für heute war es das also. Wir entlassen euch bis morgen und sehen uns wieder in der Wildnis an Tag 11. Richtig, wir Und vertrauen darauf, dass wir euch morgen wiedersehen. genau, also morgen Thema Wildnis. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns morgen. Ciao.